Ja, guten Morgen, Herr Schmachtenberg. Ich muss sagen, es ist mir eine Freude und auch eine Ehre, dass Sie heute ein Grußwort an uns richten. Herr Dr. Schmachtenberg ist sicherlich eine der Personen, die maßgeblich das Feld der Eingliederungshilfe strukturiert und geprägt hat. Herr Dr. Schmachtenberg war von 2014 bis 2018 Leiter der Abteilung Teilhabe, Belange von Menschen mit Behinderung, soziale Entschädigung und Sozialhilfe im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. In den Aufgabenbereich fielen insbesondere das Bundesteilhabegesetz, die Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes und der nationale Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention. Und seit 2018 ist er beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und ich weiß, dass ihn auch das Internationale umtreibt. Herr Dr. Schmachtenberg war von 2011 bis 2013 Direktor des Deutsch-Indischen Programms für soziale Sicherheit bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und ich war jetzt 6-mal mit Studierenden in Indien, in Neu-Delhi. Und wir haben auch dort Dr. Jain vom Deutsch-Indischen Programm für soziale Sicherung besucht. Und da ging es um ein Krankenversicherungssystem, insbesondere für informelle Beschäftigte. Und Herr Jain hat uns zum Beispiel erzählt, dass denn die Leute dann sagen, was ist denn, wenn ich nicht krank war in dem Jahr, kriege ich dann nicht das Geld zurück? Also dieser Versicherungsgedanke, der bei uns selbstverständlich ist, ist in anderen kulturellen Kontexten nicht selbstverständlich. Herr Schmachtenberg, ich freue mich auf Ihr Grußwort. Ja, sehr geehrter Herr Professor Bicker, sehr geehrter Herr Professor Kollhoff, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes DIBA. DIBA ist hier nicht die Bezeichnung einer Bank, sondern Ihres Projektes. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich bei einer so schönen Gelegenheit und der Abschluss einer 3-jährigen Projektarbeit ist eine schöne Gelegenheit, einige Worte an Sie richten zu können. Und so schade es ist, dass ich nicht live bei Ihnen sein kann. Das hybride Format zeigt, wie die Digitalisierung Barrieren überwindet und Menschen zusammenbringt, ohne dass sie große Reisen unternehmen müssen. Nicht nur im Bereich der Kommunikation, sondern gerade auch in der Arbeitswelt. Und en passant, es spart Energieverbrauch für Reisetätigkeit, wobei auf der anderen Seite wir den Energieverbrauch dieser IT-Technik auch nicht unterschätzen sollten. Und deshalb, bevor Sie heute die Ergebnisse Ihrer Forschung vorstellen, erlauben Sie mir, mich dem Großen und Ganzen zu widmen, unserem gemeinsamen Ziel eines inklusiven Arbeitsmarktes. Und da waren die letzten 3 Jahre Ihrer Forschung sicherlich nicht die einfachsten. Die Corona-Pandemie, jetzt der schreckliche Krieg in der Ukraine. Wir befinden uns gefühlt in einem ständigen Krisenmodus. Die Inklusion ist und bleibt eine zentrale Aufgabe. Und sie ist im Übrigen auch Kern unseres Gesellschaftsmodells. Demokratie braucht Inklusion, ist der Leitsatz des Bundesbeauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderungen. Doch genau diese Demokratie ist Angriffsziel der Autokraten. Würden wir von unserem Ziel, eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, ablassen, hätten die Autokraten schon einen Sieg errungen. Also insofern ist das, woran wir hier arbeiten, auch immanent politisch. Es ist unmittelbar wichtig für unser Zusammenleben, für viele Menschen im Land. Aber es hat auch wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir miteinander leben wollen. Und dann wird es eben mit jedem Projekt plötzlich sehr konkret. Und unser Ziel hier im Kontext Ihres Projektes lautet, in Arbeit kommen, in Arbeit bleiben. Es geht darum, mehr Menschen mit Behinderungen in reguläre Arbeit zu bringen. Und gleichzeitig Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Beschäftigung zu halten. Bei der Zahl der schwerbehinderten Menschen in Beschäftigung haben wir übrigens in den vergangenen Jahren, viele wollen das gar nicht glauben, deutliche Fortschritte gemacht. Im Jahre 2020 waren über 1,3 Millionen Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte in Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt. So viele wie noch nie, seitdem wir das so zählen. Und fast doppelt so viele wie 2002, als wir die maßgebliche Veränderung in der Ausgleichsabgabe vorgenommen haben. Das zeigt für mich, das System von Beschäftigungspflicht und gestaffelter Ausgleichsabgabe wirkt
Aber die Wirkung könnte noch besser sein. Denn rund ein Viertel der Arbeitgeber in Deutschland beschäftigt nach wie vor keinen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung, obwohl sie dazu verpflichtet wären. Und interessant genug, diese 25% scheinen allmählich eine universelle Konstante zu sein, denn in den letzten Jahren hat die Zahl der Unternehmen in Deutschland zugenommen und diese Quote ist konstant geblieben. Das können wir so nicht hinnehmen. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr in einem wichtigen ersten Schritt eines zweiteiligen Vorgehens mit dem Teilhabestärkungsgesetz die Schaffung einheitlicher Ansprachstellen für Arbeitgeber beschlossen, um Arbeitgeber trägerübergreifend zur Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu informieren und zu beraten. In Zukunft soll es somit kein Argument mehr für Unternehmen sein können, dass sie angeblich zu wenig Informationen haben. Wer als Arbeitgeber jetzt weiterhin keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigt, dem mangelt es nicht an Information, sondern an Willen. Und für diese Arbeitgeber werden wir in einem zweiten Schritt nun eine vierte Staffel bei der Ausgleichsabgabe einführen und damit die Anreize für die Einstellung eines Menschen mit Schwerbehinderung stärken. Wir haben null Toleranz für 0% Beschäftigungsquote. Das Gesetzgebungsverfahren hierzu wollen wir, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, bereits in diesem Herbst einleiten. Und ich bin überzeugt, die Kombination aus einheitlichen Ansprechstellen mit vierter Staffel wird einen wichtigen Beitrag leisten, den Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen weiter zu öffnen. Und das ist richtig für Beschäftigte und Wirtschaft. Viele Menschen mit Schwerbehinderung sind sehr gut ausgebildet. Und wir wissen, wenn sie einmal an Bord eines Unternehmens sind, erweisen sie oft sich als die mitverlässlichsten Arbeitnehmer in dick und dünn eines Unternehmenslebens. Inklusion am Arbeitsmarkt ist also keine barmherzige Fürsorge oder neudeutsch keine Charity. Es ist schlicht eine Frage der volkswirtschaftlichen Vernunft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Werkstätten für behinderte Menschen leisten einen großen Beitrag für die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen. Das muss ich Ihnen hier nicht erklären. Die Werkstätten sind und bleiben deshalb ein wichtiger Teil des inklusiven Arbeitsmarktes. Denn Selbstbestimmung heißt auch, sich bewusst für eine Tätigkeit in dem gegenüber der Wettbewerbswirtschaft geschützten Raum einer Werkstatt zu entscheiden. Doch die Tätigkeit in der Werkstatt darf und soll keine Sackgasse sein, sondern im Idealfall ist sie sogar eine Zufahrtsstraße. Werkstattbeschäftigte brauchen Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie, geehrter Herr Professor Kollhoff, und Ihr Team von der Ostfalia Hochschule haben sich seit 3 Jahren den geschützten Raum der Werkstätten als Ihr Wirkungsfeld vorgenommen. In enger Zusammenarbeit mit der Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Norddeutschland. Ich freue mich immer über solche Verzahnungen von Theorie und Praxis. Dann kommt was Gutes bei rum. Man reflektiert, die Praxis reflektiert und die Theorie wird vielleicht ein bisschen geerdet. Das kann ein schönes Spannungsfeld sein, in dem auch Wärme aufkommen kann. 3 Jahre lang haben Sie sich der Frage angenähert, wie sich die digitale Transformation in und auf die Werkstätten auswirkt. Wie Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten daran teilhaben und was man vielleicht verbessern könnte. Denn Digitalisierung, das heißt für mich erst einmal Zugang. Vorausgesetzt, man hat die entsprechenden Geräte. Das haben wir alle während der Pandemie erlebt. Plötzlich waren hybride Veranstaltungen wie diese heute nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Und für viele erleichterten sie sogar den Zugang. Viele hatten plötzlich den Zugang zu Veranstaltungen, zu denen sie zuvor nie im Leben gekommen wären. Ich denke da zum Beispiel an Fachtagungen hier in Berlin, die dadurch, dass wir sie online gestreamt haben, von ganz vielen Menschen aufgesucht wurden. Und zunehmend hatten wir da ja auch interaktive Formate. Das hätten wir alles nicht angefangen ohne Corona. Also man kann im Üblen auch die Quelle des Guten immer wieder entdecken. Ja, und mit dieser Vermutung sind Sie in Ihre Forschung gestartet. Jede und jeder besitzt heutzutage typischerweise ein Smartphone. Ich kenne übrigens in meinem Familienkreis unter den älteren Verwandten einige sehr selbstbewusste Ausnahmen, die sagen, das Ding kaufe ich mir nie. Aber gut,
Die Werkstattbeschäftigten sind ja Jüngere in der Regel und sind da auch sicherlich typischerweise sehr affin. Also unterstellen wir mal, die haben alle ein Smartphone. Ja, und damit haben sie praktisch, theoretisch den Zugang zur gesamten digitalen Welt, wenn sie wissen, wie man damit umgehen kann. Sie halten ein Werkzeug in der Hand, das ihnen den Zugang verschaffen kann. Aber was schafft es auch ihnen? Gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung haben sie herausgefunden, was es für mehr Teilhabe braucht. Durchgehend waren Menschen mit Behinderung in ihre Forschung eingebunden. Das finde ich sehr gut. Das ist ein gutes Beispiel für gelebte Inklusion. Manche nennen das übrigens inzwischen auch allgemein Design Thinking, großartig, wenn man das so nennen kann, wenn man eben auch gerade die Betroffenen eben einbezieht und zwar intensiv einbezieht, nicht nur mal einmal fragt, sondern sie mitwirken lässt. Und das haben sie hier getan. Sie haben nicht über Menschen mit Behinderung geforscht, sondern mit ihnen gemeinsam geforscht. Danke dafür. Und ein Ergebnis ihrer Forschung ist, Menschen mit schwerer Behinderung haben oft das Gefühl, nicht genug über den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wissen und nicht gut vorbereitet zu sein. Auch haben sie oft Sorge, dass ihre Qualifikation nicht für die Arbeit in einem Betrieb genügt. In der Werkstatt Menschen mit Behinderung fühlen sie sich sicher, geschützt. Deshalb ist das auch der Ort, wo sie ohne Angst zum Beispiel neue Berufsfelder erkunden können. Und dabei können digitale, zeitgemäße Lösungen unterstützen. Meine Damen und Herren, Sie haben Ihr Projekt vor Corona konzipiert und sind mit Fragen zur digitalen Transformation sozusagen dem richtigen Riecher gefolgt. In und mit Corona hat sich die Digitalisierung zu einem noch viel größeren und noch viel schnelleren Trendthema entwickelt. Und ich sagte eingangs, Krise dürfe nicht zur Bremse der Inklusion werden. Ich sage auch, die Digitalisierung kann, ja, muss ihr Treiber werden. Ein Werkzeug, das Teilnahme ermöglicht, ich meine heute an dieser Veranstaltung, ermöglicht aber auch Teilhabe. Das BMAS fördert die digitale Transformation in der beruflichen Bildung, Ausbildung und in der Produktion. Transformation und Inklusion müssen Hand in Hand gehen. So schaffen wir auch neue Möglichkeiten des Übergangs aus der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Durch die Finanzierung von Modellprojekten durch den Ausgleichsfonds können wir Projekte wie DIBA unterstützen. Ich freue mich nun auf Ihre Tagung, auf Ihre Ergebnisse, auch um gemeinsam weiterdenken zu können. Hiermit schließe ich mein Grußwort und wünsche Ihnen eine sehr gelungene Veranstaltung. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Dr. Schmachtenberg. Ihr Büro hat mir mitgeteilt, dass Sie auch für Nachfragen zur Verfügung stehen. Gibt es Nachfragen? Willst du eine Frage stellen, Uwe? Hat das im Vorfeld schon mal gesagt? Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Schmachtenberg. Mein Name ist Uwe Hildner. Ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt sehen, wahrscheinlich ja. Das Bundesteilhabegesetz hat ja neue Zeichen gesetzt und das finde ich insgesamt gut. Und ein wesentlicher Begriff wurde verändert, nämlich im Sozialhilfegesetz war immer die Rede von Gruppen von Menschen mit vergleichbarem Hilfebedarf. Und das Bundesteilhabegesetz hat die Individualität in den Vordergrund gestellt, wobei ich, soweit ich die Verhandlungen hier in Niedersachsen beobachte, dass sich in den Verhandlungen zu Rahmenverträgen wenig abbildet und wir eigentlich gewissermaßen das alte System fortschreiben. In bestimmten Teilen ist das verstehbar und akzeptabel, aber ich würde es besser finden, wenn diese im Gesetz festgeschriebene Individualität stärker in den Vordergrund käme. Meine Frage an Sie, Herr Dr. Schmachtenberg, ist, nehmen Sie das als BMAS wahr und welche Möglichkeiten sehen Sie da entgegenzusteuern? Ja, wir nehmen das wahr und wie soll ich sagen, man könnte so auch damit nochmal sich bestätigen, dass das BTHG tatsächlich ein Paradigmenwechsel ist, eben wie Sie es beschrieben haben, von der pauschalierten Förderung hin zur individuellen, personenzentrierten. Und so ein Paradigmenwechsel lässt sich offenbar auf dem Papier, wobei das mit dem BTHG war ja schon kompliziert genug als Gesetzgebungsverfahren,
aber offenbar auf dem Papier noch eher vollziehen als in der Praxis. Und ich nehme in der Tat große Beharrungskräfte wahr, die viele Quellen haben. Und der Kern ist, dass wir in der Tat noch nicht flächendeckend beobachten können, dass eine individuelle Teilhabeplanung begonnen hätte. Und dafür fehlt es nicht nur, da fehlt es vor allen Dingen auch noch an den Leistungsvereinbarungen zwischen den Leistungserbringern und den Leistungsträgern. Denn erst wenn faktisch dieser Katalog steht, dann kann man natürlich auch individuell beplanen. Und so wie Corona ein Beschleuniger der Digitalisierung war, so ist offenbar Corona hier ein Verstärker der Beharrungskräfte. Also mit anderen Worten, ich teile die Wahrnehmung. Ich habe versucht, mit meinen Ausführungen vielleicht sogar das noch ein bisschen einzuordnen. Was macht jetzt das BMAS? Erstens, dies beobachten. Zweitens, wir haben begleitend ja die Evaluationsprozesse aufgesetzt. Sowohl die Finanzwirkung als auch die Wirkung der Analyse des BTHG und haben jetzt auch auf Wunsch der Länder das nochmal um 2 Jahre verlängert, wobei wir zu bestimmten Fragestellungen, zum Beispiel zu den Auswirkungen auf auf die KDU oder auf die Einkommen und Vermögen vor allen Dingen, da können wir auch jetzt schon Aussagen treffen, um hier nochmal etwas mehr Zeit zu geben. Wir haben aber als Bund keinen unmittelbaren Einfluss auf die Länder. Es ist ja anders als in Indien so, dass in Deutschland die 16 Länder den Bund formen, weil Sie vorhin in Bezug zu Indien herstellten, das ist ganz originell. In Indien kann der Zentralstaat Bundesstaaten auflösen und neu zuschneiden, so wie es ihnen gerade passt. Und das ist seit 1947 auch schon ein paar Mal vorgekommen, auch um politische Verhältnisse zu verändern. In Deutschland ist das Gott sei Dank nicht der Fall. Bedeutet aber auch, dass die Länder eben autonom sind und nicht vom Bund hier gesteuert werden können, in keiner Weise. Wir können eigentlich nur aufdecken, informieren, begleiten, diskutieren und ja auch auf ihr Einfordern der Umsetzung des Paradigmenwechsels setzen. Gibt es noch weitere Fragen an Herrn Dr. Schmachtenberg? Ja, mein Name ist Gerd Bicker. Ich bin an der Ausfalia Vizepräsident für Forschung, Entwicklung und Transfer. Und Sie haben das in Ihrem Vortrag, glaube ich, sehr treffend und gut erläutert, dass es für uns gerade als Hochschulen wichtig ist, nicht nur zu forschen, sondern dass es auch mit den Menschen in die Umsetzung geht. Als Vizepräsident habe ich natürlich so ein bisschen überblickend dann die Verantwortung, wo unsere Fördergeber sitzen. Das ist natürlich das Forschungsministerium, das Wirtschaftsministerium. Und vielen Dank dafür, dass Sie das aus Ihrem Ministerium hier fördern konnten. Ich habe mich da jetzt nicht detailliert informiert. Gibt es da Ideen, Planungen, also auch gerade in diesem Bereich, auch Hochschulen und die Zusammenarbeit Hochschulengesellschaft zukünftig zu fördern? Also das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist ja ein Ressort, das geprägt ist von der Steuerung der großen Aggregate der Sozialpolitik, also der Sozialversicherungssysteme und auch der steuerfinanzierten Systeme wie der Grundsicherungen in allen Facetten oder auch die Rahmengesetzgebung für die Eingliederungshilfe. Wir sind kein Förderressort. Wir haben relativ wenig Fördermittel und aus meiner Sicht ist das auch gut so, weil das sollte schon gebündelt erfolgen und nicht faktisch, dass sozusagen Leute interessante Projekte haben, wie so Besenverkäufer von Tür zu Tür hier in Berlin-Mitte ziehen, bis dann irgendein Ressort sich erweichen lässt. Das heißt, das Forschungsministerium macht so die große Forschungssäule, das Wirtschaftsministerium die Wirtschaftsförderung. Wir machen über die Bundesagentur für Arbeit natürlich ganz viel in der Arbeitsförderung und wir machen über die Rente auch viel in Reha. Das sind ja Maßnahmen, die wir finanzieren. Wir machen dann eben nur Modellvorhaben. Und grundsätzlich haben wir da eigentlich nur den Ausgleichsfonds, aus dem wir auch dieses Projekt hier finanziert haben, was immer an 3 Bedingungen geknüpft ist. Es muss Menschen mit schwerer Behinderung in Arbeit bringen. Es muss modellartig sein.
Und es darf nicht etwas sein, was nur sich auf ein Land beschränkt, weil sonst könnte es ja auch ein Land fördern. Das sind so die drei Grundregeln für den Einsatz des Ausgleichsfonds. Und wir haben daneben ein sehr großes Förderprogramm, wo wir jetzt die dritte Fördertranche platzieren. Da können Sie sich vielleicht einbringen, auch als Ostfalia. Das ist Reha Pro. Das adressiert sich an Jobcenter und Rentenversicherungsträger, weil wir Sie auch als Akteure in der Entwicklung, also Sie, die Jobcenter und die Rentenversicherung, als Akteure in der Entwicklung neuer Reha-Formen voranbringen wollen. Und da haben wir uns das zur guten Tugend gemacht, dass jedes Projekt grundsätzlich auch direkt mit einer wissenschaftlichen Evaluation oder Begleitung versehen ist. Also dass da nicht so standalone irgendwo im Hinterhof ein Projekt stattfindet und nachher ist es vorbei und keiner weiß, was da eigentlich geschehen ist. Und da gibt es gerade im Kontext von Reha-Pro, finde ich, inzwischen hervorragende Praxis-Theorie-Gespanne. Und ich bin sehr beeindruckt. Ich habe neulich Projekte besucht. Da waren sehr, sehr namhafte Hochschulen und Wissenschaftler dabei. Und ich hatte jetzt sogar ein bisschen den Eindruck vermischt sich vielleicht auch Hoffnung bei mir, ein bisschen Bias, dass sich Forscher plötzlich anfingen, für Reha-Fragen zu interessieren, für die das bisher eher was Abseitiges war. Also insofern, da machte sie das Geld auch ein bisschen neugierig. Und das ist natürlich für uns eine tolle Chance, auch mit diesen Dingen mehr in die breitere, auch wissenschaftliche Öffentlichkeit zu kommen. Also langer Rede, großer Sinn. Im Großen und Ganzen nein, aber die Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wenn wir Modellprojekte fördern, dann eigentlich immer gerne im Tandem mit einer beobachtenden Wissenschaft. Vielen Dank für diese ergänzenden und sehr, sehr hilfreichen Erläuterungen. Und ich glaube, es ist auch sehr Verständnis. Und ich glaube, ein Stück weit ist Ihre Hoffnung richtig. Also ich erlebe das auch an unserer Hochschule, dass gerade in dieser Schnittstelle Digitalisierung, Menschen mit Menschen arbeiten, soziale Arbeit, vielleicht wegen des Geldes, aber ich glaube, da ist auch einfach ein Thema, wo man helfen kann, wo man entwickeln kann, sich spannende Projekte entwickeln. Also das aktuelle Projekt ist beispielhaft dafür. Aber wir haben, glaube ich, ich gucke gerade zum Dekan hier rüber, dort auch noch ein, zwei, drei andere spannende Projekte laufen, die sich genau in diesem Kontext entwickeln, ja, wo wir auch in der Vergangenheit vielleicht, ich selbst habe eine Professur in der Informatik, vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wären. Ja, und jetzt kommen wir zusammen. Danke für die ergänzende Erläuterung. Na gut, wenn ich das so ergänzen darf, beim Thema Digitalisierung rollt natürlich auf uns was zu. Das ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das ja dann ist eine Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Und da geht es ja ganz viel um Barrierefreiheit von digitalen Geräten und Angeboten. Und da werden wahrscheinlich schon auch nochmal Entwicklungsbedarfe sich andeuten. Da hatten wir neulich ein sehr interessantes Werkstattgespräch hier so mit diesen Telekom- und Bitkom-Leuten und so weiter. Ist auch für uns als Sozialministerium ja auch ein Vordringen für uns eher unbekannte Gegenden. Aber hier, wir haben eben versuchen eben diese Barrierefreiheit in den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft voranzutreiben, so auch da.